Mit dem Ukraine-Krieg ist eine unglaublich komplexe Situation entstanden. Alles hängt mit allem zusammen. Das Einzige, worauf man sich aber verlassen kann, ist, dass die Wall Street leicht unterkomplex agiert. Diese Rallye heute, die ist schon ein bisschen erstaunlich, nachdem die Futures ja sehr tief waren. Die Wall Street ist noch so ein bisschen auf dem Trichter, naja, das ist euer Problem, wir haben damit nichts zu tun, aber das ist falsch. Es hat auch mit den Amerikanern zu tun, es hat auch und vor allem natürlich mit den Europäern zu tun. Und es hat viel mit Russland zu tun, dessen Abkoppelung praktisch vom Finanzsystem auch für den Westen gewisse Beben auslösen dürfte. All das haben wir noch nicht gesehen, aber das wird kommen. Und all das hängt dann auch noch zusammen mit der Rohstofffrage. Und die wiederum hängt mit der Inflation zusammen. Die Inflation wiederum hängt mit der Notenbankpolitik zusammen, vor allem der Fed. Und so versuche ich ein kurzes Panorama zu entwerfen, was derzeit der Fall ist. Je länger der Krieg dauert, desto besser ist Selenskys Verhandlungsposition. Das scheint mir so zu sein, denn es ist schlichtweg so, dass eben Putin jetzt unter Zeitdruck gerät, jede Stunde, jeder Tag, an dem sein Ziel, offenkundig die Ukraine relativ schnell zum Aufgeben zu zwingen, nicht erreicht wird. Heute gab es ja diese Friedensgespräche und die Rallye der Wall Street war wohl auch in dem Glauben, dass man da schon irgendwie eine Lösung, einen Waffenstillstand wird finden können. Aber die Fronten scheinen verhärtet. Jedenfalls wird man sich in 2 Tagen wieder treffen, diesmal dann an der belarussisch-polnischen Grenze. Wie das ausgehen wird, ist schwer zu sagen. Nur eins ist klar, Selenskyj versucht Zeit zu gewinnen, dann kommen die militärischen Unterstützungen, dann wird die Luftwehr Russland knapper in Sachen Wirtschaftssanktionen, dann sind mehr Waffen wahrscheinlich in der Ukraine. Das ist für ihn ja eigentlich eine spieltheoretisch relativ eindeutige Situation, während die Russen Putin versuchen muss, möglichst schnell diese Geschichte irgendwie zum Ende zu kriegen mit einem Erfolg. Aber das wird natürlich nicht passieren, dass die Ukrainer jetzt kapitulieren, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dementsprechend sind wir in einer Situation, in der heute mindestens kein Ergebnis zu erwarten war. Ich habe zumindest keins erwartet und es ist auch nicht gekommen. Ja, jetzt hat auch die Fed letztendlich praktisch die Devisenreserven der Russen eingefroren. Ähnliches haben die Japaner jetzt gemacht. Und Russland sagt also, wir arbeiten an einer Digitalwährung, One World, One Currency for Trade. Naja, okay, schauen wir mal. Und vor allem hat Putin im Prinzip alle FX-Operations from Russian Residents to Non-Residents verboten on Loan Contracts. Das ist nichts anderes als Kapitalverkehrskontrollen oder Kapitalkontrollen, könnte man sagen. Ähnliches auch heute von der inzwischen vom Finanzsystem abgekoppelten russischen Zentralbank, die im Prinzip auch Kapitalverkehrskontrollen eingeführt hat. Inzwischen, wenn man sich die Märkte anschaut, die Märkte, nämlich die Pleitewahrscheinlichkeit eines Staates bepreisen, Credit Default Swaps, dann ist in diesen Preisen eine 56-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass Russland seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Und das ist natürlich jetzt auch den Russen klar. Die haben durchaus gemerkt, dass jetzt die Sache für sie auch enger wird. Vorher war das ja eine militärische Sonderoperation, so hat man das bezeichnet. Jetzt merken die Russen, oh, das kommt jetzt auch irgendwie zu uns, zumindest die Sanktionen. Gab ja einen Bankrun, hier sehen wir mal, dass offenkundig bis zu 1 Billion Dollar im Gegenwert von Dollar abgehoben wurden. Und das bringt natürlich das Bankensystem in Schieflage in Russland. Deswegen hat zum Beispiel die russische Nationalbank eben auch gesagt, also wir zwingen jetzt unsere Banken nicht, bestimmte Assets neu zu bewerten aufgrund der veränderten Lage, aber faktisch sind diese Assets jetzt teilweise nicht mehr einholbar, zumindest derzeit nicht. Und hier schreibt jemand, ich finde interessanterweise, die U-Bahn in Kiew läuft noch, aber Russlands Aktienmarkt ist geschlossen. Und das war ja heute der Fall. Die Russen haben gar nicht erst aufgemacht in Moskau ihren Aktienmarkt. Wahrscheinlich wäre das natürlich ein totales Blutbad gewesen, aber irgendwann muss man aufsperren. Wahrscheinlich dann kommt eben das morgen oder wenn morgen nicht, dann übermorgen. Die Russen jedenfalls ahnen natürlich, was da der Fall ist. Und wenn sie sich wundern, warum Bitcoin gestiegen ist heute, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass natürlich die Russen versucht haben, jetzt in diese Währung, in diesen Kryptobereich reinzugehen.
Hier sehen wir, wie stark die Transaktionsvolumina war, Bitcoin, Rubel. Also da ist das natürlich keine so schlechte Idee, jetzt sich aus dem Rubel zu verabschieden. Fremdwährungen sind nicht mehr zu kriegen. Was bleibt dann? Krypto, gar keine Frage. Das ist dann natürlich hier schon mal ein Asset, ein dezentrales Asset, was in einer solchen Situation wirklich helfen kann. Da muss ich sagen, da zeigt sich doch ein Aspekt von Bitcoin, der durchaus interessant ist von Kryptos insgesamt. Wenn wir uns den Rubel mal anschauen, jetzt auch in längerer Perspektive, nämlich seit den 1990er Jahren, dann sehen wir, dass seitdem der Rubel gegenüber dem Dollar fast 99% verloren hat. Das ist natürlich herb. Das ist mal eine Ansage. Also das ist ein permanenter Abwärtsmove, der heute nur eine weitere Etappe erreicht hat. Und all das hat natürlich dann auch Konsequenzen und Folgewirkungen für diesen Rohstoffhandel, der ja für uns auch sehr wichtig ist. All das ist für uns ja auch ein Problem, gar keine Frage. Jetzt hat Biden zum Beispiel am Montag, also heute, alle amerikanischen Entitäten und Menschen da praktisch verboten, mit der Zentralbank von Russland Geschäfte zu machen, außer es hat mit Energie zu tun, interessanterweise. Aber wir sehen Industriemetalle, da gibt es große Probleme. Wir sehen, dass die Trade Flows hier teilweise austrocknen, dass die Firmen versuchen, andere Lieferanten anzusteuern, nicht mehr russische Lieferanten, logisch. Hier sehen wir etwa Störungen bei Nickel, wir sehen Stahlexporte gehen nach unten. Und auch vor allem die Deutschen haben offenkundig ihre Stahlkäufe aus Russland deutlich eingeschränkt. Und das führt letztendlich zu einem Chaos an den Rohstoffmärkten. Die versuchen jetzt, die westlichen Einkäufer versuchen jetzt eben Alternativen zu finden zu Russland. Die Schiffskosten steigen massiv. Die globalen Investoren, das haben wir ja reihenweise gesehen, ob BP oder wie viele andere auch, die werfen russische Investments, russische Assets über Bord, und wir sehen, dass in Raw Materials, also in Rohmaterialien, der Handel geradezu austrocknet. Das sind Entwicklungen, die absehbar sind natürlich in einer solchen Situation, und insgesamt sind die Rohstoffe natürlich nach einer solch tollen Performance jetzt, die man in relativ kurzer Zeit hat absolvieren können, durchaus überkauft. Aber das große Thema ist, dass ja in den letzten Jahren sehr, sehr wenig Investitionen in die Rohstoffe gegangen sind, vor allem in fossile Energieträger gegangen sind, weil es eben politisch unopportun und nicht gewünscht war. Und dementsprechend könnte dieser Zyklus für Rohstoffe jetzt gerade angesichts dieses Krieges in der Ukraine natürlich noch weitergehen. Interessant vielleicht hier ein Artikel von Ria Novosti, der eine knappe halbe Stunde am Netz war, dann aber wieder sofort gelöscht wurde. Das ist unter Vorbehalt, ich konnte es nicht nachprüfen. Man muss in diesen Zeiten sehr, sehr vorsichtig sein, aber es erscheint zumindest relativ logisch. Man ging seitens der Russen davon aus, dass das relativ schnell gehen wird mit der Ukraine, dass da also die Geschichte nicht allzu schwierig werden wird. Und da feiert dieser Artikel, wenn es denn echt ist, wie gesagt, ich muss das noch unter Vorbehalt stellen, dass eben Putin jetzt die ukrainische Frage für Generationen gelöst hat und dass man letztendlich jetzt mit der Ukraine und Belarus dann zusammen gegen die von den Anglosachsen kontrollierte Weltordnung vorgehen kann und sozusagen sich hier freischwimmen kann. Wer den Aufsatz gelesen hat von Putin aus Juni oder Juli 2021, da hat ja Putin im Grunde genau das gesagt. Ich will, Subtext, ich will die Wiederherstellung sozusagen unserer Einflusssphäre, deswegen auch ja die Forderung der Russen an die NATO, ihr müsst euch aus allen Ländern zurückziehen, die einst zum Warschauer Pakt gehörten. Das ist das durchaus ja klar erkannte und offizielle Ziel. Und wir haben in der Geschichte schon mal den Fehler gemacht, dass wir jemand, der ein Buch geschrieben hat, dass wir dieses Buch nicht ernst genommen haben. Sie wissen vielleicht, wen ich meine. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass Putin es hier sehr, sehr ernst gemeint hat. Und dieser Aufsatz aus Sommer 2021 legt das nahe. Insgesamt, auch das ist natürlich mit Vorbehalt. Ich kann das nicht nachprüfen, gar keine Frage. Aber die Amerikaner sagen, die Russen sind jetzt seit Sonntag nur 5 Kilometer weiter in Richtung Kiew gekommen, stehen etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kiew entfernt. Sie haben nach wie vor, so sagt
Hier ein Bericht von Axios, nicht die totale Kontrolle über den Luftraum und sie hätten vor allem auch logistische Probleme. Jetzt werden viele Trolle auch wieder sagen, ja, alles nur Propaganda, aber es ist schlichtweg ja so, wenn man eine solch gigantische Operation von vier Seiten, von Norden, von Westen, von Süden und was habe ich vergessen, also aus den vier Himmelsrichtungen jedenfalls, wenn man eine solche Operation macht, dann ist das ein enormer logistischer Aufwand, ein Koordinierungsaufwand, den man kaum überschätzen kann. Das ist allerhöchste Schule und dass da Probleme entstehen, ist gar keine Frage, zumal eben der Widerstand deutlich größer ist, teilweise eben auch durch westliche Unterstützung. Und die Frage ist, wie kann das jetzt weitergehen? Wie Sven Henrik hier richtigerweise sagt, das Verhältnis des Westens zu Putin und wahrscheinlich Putins zum Westen ist sehr, sehr vergiftet, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dementsprechend hofft der Westen, dass da vielleicht aus Russland selbst heraus etwas kommen kann. Und autoritäre Regime wie das von Putin, die sitzen ja scheinbar felsenfest im Sattel. Aber wir haben oft gesehen, und Nassim Taleb hat das gesagt, es gibt monolithische Systeme, die scheinbar felsenfest dastehen, aber dann eher kippen etwa als ein chaotisches System in Italien, das ja 5000 Regierungswechsel inzwischen schon erlebt hat und dennoch irgendwie immer noch funktioniert. Also Chaos ist manchmal von längerer Lebensdauer als etwa dieses Monolithische. Wir haben das gesehen etwa in Ostdeutschland, Ceausescu, Saddam, Gaddafi. Viele, die so fest im Sattel saßen, sind dann ziemlich dramatisch abgestürzt. Und Deutschland hat ja jetzt diese 180-Grad-Wende gemacht. Und ich komme da nochmal auf den Aufsatz von Putin zurück, der ja letztendlich auch bestätigt wird durch das, was in der Ukraine passiert. Was wäre denn die Alternative jetzt, nichts zu machen? Die wäre ja, dass letztendlich dann als nächstes die baltischen Staaten in den Fokus von Putin kommen. Dann kommt Polen in den Fokus. Rumänien etc. Und dann ist der Weltbrand vollends, dann ist eine Situation, die wir nicht zulassen können und dürfen. Russlands Außenministerium jedenfalls hat gesagt, die Entscheidung der Deutschen hier, Waffen an die Ukraine zu liefern, sei outrageous, hier auf Englisch übersetzt, also praktisch wie könnte man sagen, unerhört. Ja? Das wäre vielleicht die beste Übersetzung. Zelensky versucht jetzt Biden zu überreden, über der Ukraine, über weite Teile der Ukraine eine No-Fly-Zone einzurichten. Das würde bedeuten, und das hat Psaki, die Regierungssprecherin oder die Sprecherin des Weißen Hauses, heute nochmal klar gesagt. Und dabei muss jeder wissen, was das bedeuten würde. Es würde nämlich faktisch bedeuten, dass die Amerikaner dann russische Flugzeuge abschießen würden. Das wäre dann natürlich noch eine extreme Eskalation, die dann mit unabsehbaren Konsequenzen versehen wird. Aber Zelensky versucht das aus seiner Sicht natürlich, dem Städten oder Kiew ist jetzt teilweise eingeschlossen, noch nicht komplett offenkundig. Die Nachrichtenlage ist da fluide. Jedenfalls hat Biden dann eine Delegation nach Taiwan geschickt auch, um zu signalisieren, wir meinen es ernst mit eurer Verteidigung, falls die Chinesen auf den Gedanken kommen sollten. Und der ist ja natürlich da, dieser Gedanke, Taiwan zu annektieren. Xi Jinping hat ja gesagt, bis 2029 muss das erfolgen. Jetzt gibt es Berichte, die sagen, ja, also die Chinesen sind selber überrascht von dieser Invasion, die Putin hier gemacht hat. Dafür würde ich sprechen, dass da etwa noch 6000 Chinesen in der Ukraine sind. Die könne man jetzt nicht mehr unter den aktuellen Bedingungen evakuieren, das sei zu gefährlich. Nur es ist schon sehr wahrscheinlich, dass Putin hier nicht ganz hinter den Berg gehalten hat, als er bei Xi Jinping bei den Olympischen Spielen war. Und hätte China jetzt diese 6000 Leute evakuiert, dann wäre das ja praktisch der Ukraine-Angriff mit lauter Ansage, denn sowas spricht sich herum, sowas kann man nicht verheimlichen, wenn China plötzlich seine Leute evakuiert aus der Ukraine. Also jedenfalls wollte ich Sie mal zur Darstellung bringen, dass es auch diese Perspektive gibt. Jetzt haben wir natürlich diese Russland-Ukraine-Geschichte. Wir haben natürlich die Situation, dass das zu Lieferkettenproblemen, zu Störungen führt. Ich hatte einiges davon vorhin schon angesprochen und das ist natürlich tendenziell inflationär. Das bringt also die Fed jetzt in eine noch schwierigere Lage. Es wird ja am Mittwoch Jerome Powell Aussagen vor dem US-Senat. Wie wird er sich da verhalten? Sven Henrik sagt ja, die suchen alle jetzt Ausreden, um die Zinsen nicht anheben zu müssen und für die EZB und vor allem die Südländer
innerhalb der Eurozone. Stimmt das, Panetta, der Italiener etwa, hat gesagt, ja, wir sollten jetzt aufpassen, wir sollten sehr vorsichtig sein, also wir sollten jetzt erstmal nichts machen, Tenor, weder Zinsen anheben, noch Quantitative Tightening betreiben, noch das Quantitative Easing beenden. Also Sven Hendrik sagt, die suchen alle Vorwände, aber ich bin da voll bei Jim Bianco, der bisher immer recht hatte in der Einschätzung, was da passiert ist, diese hawkische Wende der Fed, nämlich mit der Neunominierung von Powell durch Biden zu sagen, Inflation ist die oberste Priorität, die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität. Und die Zinsmärkte sehen das nach wie vor so. Wir haben jetzt immer noch zumindest eine 21-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Fed am 16. März dann die Zinsen um ein halbes Prozentpunkt anheben wird, und insgesamt geht man nach wie vor von jetzt erstmal 7 Zinsanhebungen aus. Viele werden das überraschend finden, sagt Jim Bianco, aber die Antwort ist einfach, the Fed's priority is no longer growth, but is now inflation. Exactly, Jim, du bringst es auf den Punkt, sie werden so lange die Zinsen anheben, bis die Inflation zu Ende ist oder bis die Inflation im Griff ist. Und genau das ist das Thema. Da alles spricht dafür, dass dem so ist. Wenn Sie sich mal die Aussagen von Powell auch auf der letzten Pressekonferenz angehört haben, dann dürfte das klar geworden sein. Abschließend noch zwei sehr interessante Empfehlungen zu diesem Video, im Kontext dieses Videos. Mehr Gas nach Europa, Gazprom, die ja nach wie vor jetzt durch die Jamal-Plattform Gas in Richtung Westeuropa schicken, aber gleichzeitig jetzt versuchen eben diese Gaslieferung nach China deutlich zu erhöhen. Und da gab es eine Aussage aus Russland, die hochinteressant war. In diesem Artikel wird das aus russischen Quellen, in Kenntnis eben auch der russischen Dinge, hier gezeigt. Absolut empfehlenswert dieser Artikel, ebenso wie Ukraine-Krieg für Russland auf lange Sicht ein wirtschaftliches Problem, schon auf kurze Sicht ein Problem, auf lange Sicht sowieso. Denn das wird hier natürlich dazu führen, dass man dann sagt, ja, wir müssen möglichst schnell weg von fossilen Energieträgern, Öl und Gas. Also das zwei Empfehlungen, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, in der Videobeschreibung unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.